Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Avon und Altana. Blossom Godchild, Föderation des Lichts. Botschaft vom 16. April 2018. Übersetzt von Altana für Spiritscape. Hallo noch einmal. Ich freue mich, sagen zu können, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt viel heller fühle. Hier in meiner Waschmaschine scheine ich im Schonwaschgang zu sein. Jedenfalls so viel besser als der Schleudergang. Wie geht es euch? In der Tat. Wir sind uns bewusst, dass deine Energie gestiegen ist, und das ist schön zu spüren. Solche intensiven Veränderungen und Entfernungen finden in der heutigen Zeit für alle mit solcher Geschwindigkeit statt und verursachen Störungen für Geist, Körper und Seele. Was genau meint ihr mit Entfernungen? Entfernung negativer Energien aus sich selbst und dem Planeten, aus dem Inneren, sogar aus dem Boden, in dem man Samen für Nahrung pflanzt. Wie wird das erreicht? Durch Extraktion, was wir fast wörtlich meinen. Stellt euch eine Erscheinung vor, die mit einem Wirbelwind verglichen werden kann. Die Energie, die von geringerem Licht ist, aufnimmt und entfernt. Dies wird durch das Licht, das sich auf eurem Planeten aufbaut, großartig unterstützt. Wir würden es so ähnlich ausdrücken, dass sich die dunklen Energien in manchen States selbst entfernen. Mit States sind Orte in Ländern gemeint oder Zustände von etwas? Beides. Die dunkleren Energien können sich nicht im Licht aufhalten, das außerhalb ihrer Resonanz liegt. Um es einfach zu sagen, es ist zu unangenehm. Deshalb wählen sie zu gehen, da das Licht zu viele Sinnesstörungen verursacht. Es ist bekannt, dass eine Säuberung im Gange ist und dass sie schnell vorangeht. Deshalb, mit dem umfangreichen Licht, das hereinströmt und die Schwingung des Planeten und alles darauf erhöht, ist es auch eine Tatsache, dass dieser erhebende Faktor in der Lage ist, viel von der Dunkelheit zu zerstören. Das hinterlassend, was wir Schatten nennen würden. Diese Schatten haben keine Tiefe und sind nur oberflächlicher Schutt. Liebste Seelen, das ist so ermutigend zu hören, nicht wahr? Wie stark nun die Kraft des Lichts sich festsetzt. Ich fühle das Bedürfnis zu fragen, obwohl ich nicht weiß, warum. Denn es ist wirklich nicht mein Ding. Wenn ihr entfernen sagt, meint ihr auch negative Seelen? Denn ich habe gehört, dass Verhaftungen stattfinden. Verhaftungen von vielen hoch oben in der unartigen Kategorie. In den Mainstream-Medien wird dies jedoch offensichtlich nicht ans Licht gebracht. In dieser Sache sind wir uns einig, dass es nicht wirklich dein Ding oder unseres ist. Dennoch würden wir bestätigen, dass hinter den Kulissen viel passiert. Sammelbare Daten und so weiter. Das sind in der Tat mehr als genug Beweise, um diejenigen zu verurteilen, die dem Planeten und auch der Menschheit solchen Schaden angetan und zugefügt haben. Wir würden so weit gehen zu sagen, dass es sicherlich nicht nur irdische Räte sind, die sich mit diesen Seelen beschäftigen werden. Denn es ist auf einer universellen Ebene, dass die Auswirkungen solcher Individuen sich verbreitet haben. Und es ist die Sache des Hohen Rates innerhalb der Föderation, die Ergebnisse zu verteilen, damit sie wiederhergestellt werden können. Wiederum machen wir denjenigen, die in ihrem Licht in bewusster Stärke sind, einen Vorschlag, sich Zeit zu nehmen, um tief mit diesen verlorenen Seelen zu meditieren. Denn wenn sie das Ausmaß des Schmerzes erkennen, das anderen durch ihre Handlungen zugefügt wurde, gibt es keine Notwendigkeit für irgendeine Form der Bestrafung. Denn die Qual,
die sich Ihnen in Ihrem Wesen zeigen wird, wird die größte Folter sein, die von Ihnen selbst verursacht wird. All das zu spüren, was Sie anderen und dem Planeten zugefügt haben. Sie werden so viel Liebe und Vergebung brauchen. Und wir würden auch sagen, dass wenn die Wahrheit, die echte Wahrheit dessen, was verborgen war, offenbart wird, werden es nur die stärksten Felsen sein, die in sich selbst das Herz zum Vergeben finden werden. Um zu etwas Erfreulicherem überzugehen. Wirkliche Fortschritte sind in letzter Zeit gemacht worden. Betrachtet vielleicht Dinge, die topsy-turvy erscheinen, als ein positives Zeichen dafür, dass die Dinge besser werden. Das ist in der Tat eine auf den Kopf gestellte Aussage. Liebste Seelen, eure Welt scheint in diesem Stadium der Evolution so zu sein. Doch was ist topsy-turvy? Wir interpretieren es als auf dem Kopf stehend. Und wenn man die Dinge von dort betrachtet, wo wir sind, würden die Dinge sich sicherlich mehr auf die guten Veränderungen zubewegen, als auf das, was als unordentlich erscheint. Und wo genau seid ihr? Wir sind in einer anderen Schwingung. Wie anders? Sehr. Denn wo wir uns aufhalten, gibt es keine negative Energie. Keine. Wir zeigen dir eine Vision, Blossom, von durch die Wolken. Es ist das Nächste, was wir machen können. Denn in Wahrheit sind wir nirgendwo anders. Wir sind in der Nähe, nur auf einer anderen Schwingung. Wie bereits erwähnt, sehr ähnlich wie die Elemente und viele andere planetarische Formen. Alle um euch herum jedoch mit einer anderen Frequenz. Längst ist es bekannt, dass es mit dem Senderwechseln in einem Radio vergleichbar ist. Also, um für uns sichtbar gemacht zu werden, wie stellt ihr euch auf unsere Frequenz ein, um gesehen zu werden? Indem wir genau das tun, uns auf eure Frequenz einzustimmen. Es ist dasselbe, was wir jetzt tun, um mit dir kommunizieren zu können. Ist das schwierig? Nein, nicht wenn man weiß wie. Dasselbe wie alles andere, es ist nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht. Ich weiß, dass ihr wisst, dass so viele es lieben würden, wenn ihr vorbeikommen würdet und eine Weile hier bleiben würdet. Dennoch werde ich nicht weiter darüber reden, da wir diesen Weg schon viele Male gegangen sind. Wir sind schon so viele Wege gegangen. Und jeder Einzelne hilft beim Verständnis der Argumentation hinter eurem Aufenthalt auf der Erde. Wir verstehen die eigene Position, Disposition. Wir bemühen uns, euch Trost und Ermutigung zu bringen. Diejenigen von euch, deren Geduld zu Ende geht, verlieren die Hoffnung. Dennoch bitten wir euch, eure Begeisterung zu erneuern. Wir bitten euch, weiterzumachen. Gebt nicht auf, wenn ihr so nah an der Ziellinie seid. Mit größtem Respekt. White Cloud sprach genau diese Worte im Jahr 2012. Vor 6 Jahren und wir haben nicht aufgegeben. Noch nicht. Viele sind von der Spur abgekommen. Viele haben den Weg zurückgefunden. Und oh, so viele sind seitdem an Bord gesprungen, nicht wahr? Ja, das sind sie. Immer wieder kommen neue Seelen hinzu. Doch für diejenigen von uns, die das Gefühl haben, seit etwa 1000 Jahren an Bord zu sein, und es wahrscheinlich auch waren, das Endspiel erweist sich als schwierig. Ein bisschen wie eine Schwangerschaft, wenn einem das letzte Quartal länger als die gesamten 9 Monate vorkommt. Und das hätten wir selbst nicht besser formulieren können, Blossom. Die Geburt dieses neuen Zeitalters steht vor der Tür. Habt ihr in eurem Kopf nicht immer wieder nicht aufgeben gehört? Ja, und es ist ermutigend. So viele, nach E-Mails zu urteilen, hängen an einem Faden und brauchen einen Schub. Hey ho, war auch auf diesem Weg. Ich habe das Gefühl, dass dies der Grund dafür ist, dass die Event-Situation so ablief, wie sie es getan hat.
diesmal. Wir wollen keine Rettung. Wir verstehen, dass es nicht darum geht. Doch ohne Zweifel brauchen wir dringend einen Schubs. Bringt die Kavallerie und all das. Eine Erinnerung an die Invokation. Den Link findet ihr hierzu in der Infobox. Liebste Blossom, liebste Seelen, das Event wird in seiner göttlichen Zeit stattfinden. Und wenn es das tut, wird man verstehen, warum es passiert, wenn es das tut und nicht vorher. Doch inzwischen liegen wir nicht auf der faulen Haut. Habt ihr nicht bemerkt, worüber wir gesprochen haben, was die Sichtungen an eurem Himmel betrifft? Ja, mir wurden kuriose Sachen zugeschickt, die hier und da auftauchen. Doch wie ich schon sagte, vieles bleibt für viele unbemerkt. Ich bin in der glücklichen Lage, solche Dinge zu erhalten. Und nicht alle von uns haben die Zeit, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und nach solchen Dingen zu suchen. Hallo? Plötzlich beschleunigt sich mein Herz. Lasst euch gesagt sein, diese Dinge, die euch als kleine Angebote erscheinen, werden kalibriert, um vorerst unter dem Radar gehalten zu werden. Nicht zu viel Störung, aber genug, um als anders erkannt zu werden, als ansteigend. Diese Symptome sind der Vorläufer der großen Sichtung, der größten Show auf der Erde, wie wir in anderen Mitteilungen erwähnt haben. Es wird eine Zunahme geben, die Dinge viel weiter bringt als das, was jetzt präsentiert wird. Und daneben soll die Zunahme in euch selbst sein, in eurer Seele, in eurem Sein. Wir sagen euch, es wird keine Fragen geben, es wird keine Zweifel geben. Oder möglicherweise oder vielleicht. Es wird überall auf eurem Planeten zu spüren sein, von allen, wenn dieses Ereignis im Begriff ist, sich zu präsentieren. Doch, wie wir sagen, bevor es das tut, werden Phänomene fast an der Tagesordnung sein und nicht das, was ihr zu diesem Zeitpunkt als zufällig bezeichnen würdet. Ich bin auch auf das Phänomen aufmerksam gemacht worden, das mir gerade in den Sinn zu kommen scheint. Also möchte ich euch fragen. Bezüglich des Himmels, der aussieht, als ob er in der Mitte gespalten wäre. Wenn es sich um ein Gemälde handeln würde, würde es so aussehen, als wäre die eine Hälfte völlig anders als die andere. Als ob die falsche Hälfte des Bildes wieder eingefügt worden wäre. Aus Mangel an einer Art und Weise, es zu erklären. Was würdet ihr dazu sagen? Wir würden sagen, dass dies ein weiteres Zeichen dafür ist, dass das Event immer näher rückt. Doch was geschieht tatsächlich? Blossom, wie du weißt, ist alles Energie. Und Energie ist spürbar und kann als jede Form überhaupt manipuliert, eingewebt, präsentiert werden. Den Himmel in einem halben und halben Augenblick zu verwandeln ist, wie wir augenzwinkernd sagen würden, so einfach wie Photoshop am Computer. Und doch gehe ich davon aus, dass es nicht auf unseren Computern gefotoshoppt ist. Oder? Nein. Warum zeigt ihr mir einen Würfel, der geworfen wird? Weil, liebste Blossom, wir dich daran erinnern, dass dies alles Teil des Spiels ist. Das Spiel, in dem du dich befindest. Manchmal wirfst du eine 6 und gehst 6 Felder vorwärts. Ein anderes Mal nur eine 1. So oder so, du bist im Spiel. Ja, das Spiel, wo wir ohne Bedienungsanleitung auf der Erde gelandet sind. Wir würden dich dort korrigieren. Das Handbuch ist in dir drin. Das ist Teil von dem Spiel, nicht wahr? Das Handbuch im Inneren zu entdecken. Denn wenn ihr es einmal gefunden habt, Seite für Seite für Seite, bringt es euch in Einklang mit den Regeln. Und die Regeln sind, dass es keine Regeln gibt?
In der Tat. Und doch, das heißt nicht, dass das Handbuch euch nicht zeigt, wie man das Spiel spielt. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich es nur für einen Moment bekomme und es scheint so einfach zu sein. Es ist nur eine Frage von Sein, Kommen aus, Liebe. Immer. Wenn man es zulässt, dass jeder Atemzug von aus der Liebe ist, gibt es keine Schlangen, über die man stolpern kann. Nur Leitern zum Klettern. Ich nehme an, je mehr wir uns in die höheren Schwingungen begeben, desto länger können wir in diesem Wissen bleiben und es für uns arbeiten lassen. So einfach und doch irgendwie, wenn in der Dichte der Erde, so komplex. Komplex, wenn ihr wollt. Ganz einfach, wenn ihr wollt. So oder so. Es ist nicht zu leugnen, dass ihr Liebe seid. Es ist nicht zu leugnen, dass ihr alle Liebe seid. Den Planeten Erde in den höheren Ort der Existenz zu bringen, dem man zugestimmt hat. In universellen Versammlungen ist euer Planet das Gesprächsthema Nummer 1. Konzentriert euch auf diese Tatsache, dass es in diesem ganzen Gesprächsthema viel Aufregung gibt. Denn diese Veränderungen, die in euch sind, sind in allen, die zugestimmt haben, diesen göttlichen Plan durchzuziehen. Und jedem wird Dankbarkeit angeboten, um in Form von riesigen Wellen der Liebe empfangen zu werden. Über, durch euch. Euch mutgebend und wissend, dass es jetzt so nah ist. Dieses Mal. Diese Möglichkeit. Ihr wisst das in euren Herzen und in eurem Wesen. Richtig. Das Wann nicht zu kennen, kann frustrierend sein. Aber ich vermute, dass es den Lauf der Geschichte verändern würde, wenn wir es täten. Richtig. So eine Aufregung vor eurer Tür. Liebste gesegnete Seelen, seid offen für alle Merkwürdigkeiten. Und lasst es eure Herzen erhellen, eure Wesen. In Liebe, wir bleiben bei euch. Ihr könnt uns spüren. Jeder von euch kann dieses Wissen darüber, was geschehen soll, spüren. Deshalb fahrt ihr fort, die Lichter zu sein, die den Weg zeigen. Und dürfen wir sagen, was für einen großartigen Job ihr macht. Darf ich im Namen von mir und vielen anderen euch für eure Ermutigung und Unterstützung danken. Es hilft uns wirklich, weiterzumachen. Das ist gut zu hören. Doch es war eine Übereinkunft von uns allen, dass diese Botschaften durchkommen, um euch zu helfen, euch zu erinnern, zu erkennen, wer ihr seid. Licht, Liebe. Durch und durch. Und in dieser Erkenntnis, der Energie dieser Lichtliebe zu erlauben, euren Planeten wieder in sein früheres Ich zu verwandeln. In Liebe verabschieden wir uns. Vielen Dank.